Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Path of Exiles Kurtsch, dem Let's Play. Mit dabei ist der Marco, hallo. Hallo. Wir zocken Vielleicht jetzt sogar zusammen, noch er ist jemand. noch ein bisschen Anfänger, aber er kommt schon gut draus. Und jetzt machen wir einfach zusammen. Also wir müssen wieder zum Western Forest gehen. Ich muss kurz noch bei mir hier eine Chips, also nicht Chips, sondern ich habe einen knusprigen Knabbermix jetzt hier Wenn an der du da Seite dran. links, wo ich Okay. stehe, rechtsklickst, glaube ich, auf das Bild. Und dann Ja. kannst du dort, weiß nicht genau wie, Teleport irgendwas auswählen, irgendwas. Ich glaube, da kannst du dann dich zu mir teleportieren. The Western Forest. Kann er nicht, leider nicht, halt nicht links klicken, aber ich bin am überlegen, ob ich den nicht als Waypoint schon freigeschaltet hatte. Eigentlich schon, geh einfach ins Teleport. Hast du den Waypoint? Einfach in das Okay, Portal, auf bin der ich anderen wieder Seite. zurück. Boah. Dieser Knabbermix ist immer ums Leckerste. Crossroads, the Broken Bridge in eine andere Richtung, Du musst oder? ins Encampment. Wooden Encampment oder so. Forest Encampment und dann durch das Forest, Portal, Forest. das blaue The Southern Portal. Forest, oder? Einfach ganz links, Western Forest, musst du gehen. Aber du musst ins Lager und dann durch meinen Teleport. Durch mein, ja, Teleport Portal. Okay, dann komme ich jetzt erstmal durch dein Teleportteil. Ah, da. Oha, was ist das denn für ein Datei? Boah. Achtung, Kling. Also jetzt mach das immer aktivieren. Die Minimap siehst du es ja. Hier Waypoint aktivieren. Bam. Das sind ja noch nicht aktiviert. Bam. Bam. Ich hab jetzt alles. Aber du musst die Waypoints immer aktivieren. Du hast ihn ja noch nicht aktiviert. Komm. Einfach Ich habe ihn aktivieren, irgendwie draufklicken. aktiviert, wenn Ja, schon. okay. Jetzt kommst du einfach mit wieder. Warum auch immer lädt sich gerade mein Mana nicht nach. Okay, verstehe ich jetzt auch nicht. Langsam, aber vielleicht hast du einfach zu viele Support-Games. Das Mana wird multipliziert, also dass der Game dann immer wie mehr Mana verbraucht, wahrscheinlich deshalb. Kann halt auch keinen Trank trinken. Also kann kein, ja. Steht da irgendwas anders? Dass unten nicht mehr 1, 2, 3 und 4 und 5 steht. Hast Aura. Not enough arm, Mana. Hast du zu viele Auren aktiviert? Ist der Was ist der Aura? rechte Kugel ganz leer? Ja, dann hast du zu viele Auren an. Musst du eine Aura deaktivieren. Weil Auren verbrauchen Mana. Wie hoch? Und wenn du Mana verbraucht hast, alles für die Auren, kannst du keinen Mana mehr einsetzen für die Da waren wir doch schon einmal Attacken. drin Ja, im aber ich Chest. muss ja, ich habe ja Da einen muss ich auch. Charakter. Ich habe jetzt einen Templar nicht mehr. Deshalb müssen wir jetzt nochmals hier durch. Wie gesagt, die Spinne müssen wir nochmal machen. Oh Gott, was ist denn da passiert? Das ist eine, ja, eine Strongbox gewesen. Ein Tresor auf Deutsch. Und der hat halt viel getroppt. Also ein Jeweler Orb, den könnte ich eigentlich dir geben. Hier nimm den. Der brauchst du dringender. So, und wir Ah, müssen jetzt hier können wir den runter. bekommen. Ja, ich habe ihn dir geschenkt. Ich habe ihn dir gedroppt. Hast du ihn hier bekommen? Ja, bei der Kiste oben. Okay, aber Bei die der Kiste liegt. Strongboxt. Ja. Und den tust du auf einen Item, der noch nicht genügend Sockel hat. Also Rüstungen können 6 Sockel haben, alle anderen Ausrüstungsgegenstände 4.
Und die Waffen und Schilde können 3 Sockel haben. Was hast du da für Männchen? Die Männchen sind Herald of Purity, die hast du auch. Und ja. Der Rest. Ja. Eigentlich nur die Männchen von Herald of Purity. Aber weil du einen Zauber einsetzt, hast du die Männchen nicht immer. Das ist nur für Nahkampfangriffe wie mein. Ja, Spectral Helix. Genau. Komm, Spinne runter. Da. Die Spinne hält nicht so viel aus, weil ich ein bisschen stärker bin als die anderen zwei Bills. So. So, die Nihilid Fist ist eigentlich ziemlich gut für dich. Warum bin ich so langsam? Spinnennetz am Boden. Ich bin gerade auch eingefroren. Ja, covered in webs, also ist nicht eingefroren, aber sieht so aus, als würde man eingefroren sein. Achso, okay, hier waren wir schon, okay. Also ich habe jetzt einfach die Belohnung jetzt noch bekommen, weil das ein neuer Krokt ist. Piety would have concurred with Aaron. Ja. Für dich hat sich nichts geändert. So, muss ich nur schauen, dass ich da irgendwie etwas... Molten Strike vielleicht? Darf ich ja eigentlich nicht mehr Molten Strike bekommen. So, eine bessere Rüstung. Ja. Attack Speed noch kaufen und dann geht's eigentlich schon weiter. Ich glaube, das Jewelers Orb habe ich schon mal gehabt. Also jetzt musst du zu Riverways gehen, eins links vom Lager. Oh Gott. Diese Wucht von diesem Sand. Nein, Waypoint, nicht direkt. Einfach Rechtsklick auf mein Bild und dann Teleport zu irgendwas. Gibt's das nicht mehr? Geh wieder ins Lager und dann nimm den Wegpunkt. Sonst musst du viel zu weit laufen. Wohin? Einfach eins weiter, Riverways. Eins nach links. Ach so, wir waren ja bei diesem. War nicht in deinem Portal, sondern. Nein, einfach Waypoint. Also den Wegpunkt, der dir gehört. Der blaue. Nicht das Portal, sondern der blaue Wegpunkt. Soll ich zu The Western Forest? Nein, Riverways, eins weiter. Vom Lager eins nach links. Gerade vom Lager 1 nach links. Ja, das vorerst Encampment und danach der Riverways. Nein, nicht dort rein, sondern im Lager hat es einen Wegpunkt, den du aktiviert hast am Anfang. Dort reingehen und dort Riverways 1 reingehen. Dann kommst du beim Wegpunkt wieder raus vom Riverways. Nein, auch nicht dort. Nicht durch das Portal, sondern den Wegpunkt, die Platte, die leuchtet. Du bist jetzt durch das Portal von mir gegangen. Genau. Und jetzt ist der Wegpunkt unten im Süden, also unten rechts. Ist ein Wegpunkt. Waypoint. Dort drauf und dann eins nach links auswählen. Ja, genau, jetzt bist du hier. Gut. Das habe ich gecheckt. Ja, jetzt folge mir einfach den Weg hier entlang. Jetzt gehen wir nämlich dorthin.
Das ist der Totem, der das einsetzt, okay. Ja. Ich habe übrigens einen Schrei noch jetzt. Ist nicht erschrecken. Ich setze ihn an. Ist ein bisschen zu heftig. Okay, ich tue das mal wechseln hier. Okay, hier haben wir den Oak schon. Hier in der Mitte auch. Ich habe was gemacht und habe was bekommen. So, komm, hier auch. Immer auf die Minimap oben rechts schauen. Und jetzt auf rechts, also Kill Ork. Wie machen wir das jetzt? Waiting for Vault? Kill Ork rechts. Kann ich irgendwie. Geht das nicht? Brauchen wir mehr Leute? Sonst musst du hier in einer eigenen Instanz. Warte kurz, bleib mal dort und rede noch nicht mehr mit ihm. Und dann machst du einfach dann Kill Ork, wenn es geht, okay? Und ich mache eine eigene Instanz. Und tu das muss man einfach mit Control oder so, mit Stück. Und dann Linksklick auf ein Gebiet oder auf einen Waypoint. Jetzt kannst du wahrscheinlich dort voten und ihn killen. Kill, also unbedingt Kill auswählen. Okay, nein, ich kann nicht mal helfen, das ist das Problem. Ja, du musst ihm nicht helfen, sonst bekommst du schlechtere Stats über. Einfach ihn killen, alle killen. Achtung, er baut halt Endurance Charges auf, das sind so Verteidigungskugeln um ihn herum. So orange. Wenn er die Fill hat, dann bekommt er weniger Schaden über. Die bekomme ich dann auch bald über. Okay, ich bin glaube ich ein Ich bisschen stehe hier an falsch. der Seite und guck mir an, wie er einfach stirbt. Ja, genau. Ja, weil die Minions ihn halt ablenken. Später geht's nicht mehr so leicht. Und tut sozusagen der Weil jetzt kommen die Boss wieder dann an immer zu meine dir kommen. Gruppe. Hast du ihn Zombie. besiegt? Ja. Okay. Jetzt kannst du eigentlich wieder durch einen Weg, also durch ein Portal in die Stadt zurück und dann im Waypoint mein Gebiet ja, wieder betreten. Also dort, wo der Oak war. Wie heißt dieses Gebiet? Ich sehe jetzt gerade den Namen nicht. Ich sehe den Waypoint halt nicht. Ja, warte kurz, ich muss ihn ja auch zuerst besiegen. Es bringt nichts, wenn du jetzt bei mir reinkommst, dann kann ich ihn nicht mehr besiegen. And so a new. I cannot do this yet. Ja, dauert ein bisschen länger bei mir. Auch noch zu wenig Schaden. So, ich habe ihn besiegt, jetzt kannst du im Lager kannst noch die Quest abschließen bei diesem knienden Menschen, dem alten Mann. Ich muss jetzt erstmal kurz was machen. Ah, ich habe den anderen noch nicht besiegt. Ich muss den anderen auch noch besiegen bei Riverace. Oder? Was? Welche muss ich besiegen? The Root of the Problem. Tears of Blood, ist es das? Nein. Habe ich das schon abgeschlossen? Deshalb? Ich glaube, das habe ich schon geholt letztes Mal. Also einfach zu Wetland wieder gehen. Riverdales, nein, ach Gott. Einfach eins nach links und eins nach oben. Aber ich habe da keinen Waypoint. Ja, dann komm einfach zu mir hoch. Du siehst mich auf der Map oben rechts. Rennt von der Millionen Monster gerade weg.
bekommen. Okay, ja, ich hab Geist gehabt. So ein Level up. Okay, den Oak habe ich schon besiegt, habe ich gar nicht mehr gewusst. So, ich muss mal kurz schauen. Rechts herum. Gut, oder ja, das brauche ich jetzt eigentlich noch nicht so dringendst. Geht immer noch so langsam. Also kommen hier rechts. Also wenn wir Waypoint einmal kurz draufklicken, damit er aktiviert ist hier. Der da, hallo, nicht hier rein. Nicht rein. Komm hier zuerst den Wegpunkt. Du hast ihn noch nicht. Immer kurz einmal draufklicken. Sonst später fehlen dir die Wegpunkte und dann musst du sie wieder umständlich holen. So. Jetzt müssen wir uns durch den Dungeon graben. Theoretisch können wir eigentlich alles überspringen. Lieber nicht zu viele Gegner killen, sondern durchlaufen eher. Also das ist Grow Up Wisdom. Ja, die droppen oft. Also jetzt noch nicht so oft, aber später. Du halt viele Items identifizieren willst, ja, kannst du die einsammeln. Sonst, ja. Hast du nicht unbedingt immer einen zusammen? Okay, hier geht's doch. Finde immer so cool, wenn die Fackeln angehen. Da geht's, glaube ich, weiter. Kann man hier oben rechts. Go auf Wisdom einsammeln. Hier rechts. Okay, wo führt denn das hin? Was ist passiert bei dir? Ja, nicht viel. Einfach ein cooler Angriff des Spectral Helix. Kenne ich hier dadurch. Ja, ich tue den Angriff wieder wechseln, das stört mich ein bisschen. Okay, wir haben es gefunden. Jetzt wird's Nacht. Sonnenfinsternis. Ancestors, forgive me. I have opened the way to Kitava. Father of corruption. Kommst du? Jetzt haben wir schön Nacht in diesem Gebiet. Das ist das einzige offene Gebiet, wo wir Sonnenfinsternis sehen. Okay, hier oben ist der Wegpunkt auch aktivieren.
Ach, das erleuchtet. Für dich. Okay, der Angriff ist schon viel besser, der Sheet Crush. Wie heißt er? Ja, Sheet Crush. Der hat am Anfang ein bisschen zu wenig Schaden gemacht. Oh, der Gebietsboss. Oha, was hab ich jetzt? Was hast du? Sehe gar nichts. Ich hab irgendwie solche komischen Teile, die hinter mir gelaufen sind. Das können ja auch die Purity Minions sein oder so. Das meine ich, glaube ich. Ja. Somebody's watching. Das Eisenzepter mitnehmen. Okay, ich werde kurz. Okay, so. Oh, ich kann ja einfach alles gefühlt. Jeder meiner Stones kann ich upgraden. Mhm. Das ist wahrscheinlich, weil du ein Level up bist. So. Also manchmal jetzt später, dann werden alle Games auf einmal immer wieder ready. Oh, wer ist der? Das ist ein Destroyer. Ja, machen recht viel Schaden. Sind manchmal nervig, weil sie immer wieder untertauchen. So, da haben wir es gefunden. Ja, jetzt kommt die Pyramide dann gleich. Das ist eine Untergrundpyramide im Berg drin. Wird dann endlich Akt 3? Ja, nach dem Boss. Aber ich muss jetzt kurz das Video beenden und dann das neue Video beginnen. Gehen wir einfach so weit wie möglich. Und ich beende jetzt das Video schon mal. Ich renne durch, niemand kann mich richtig hitten. Ich renne durch, niemand hält mich auf. Und ich öffne Chests und renne weiter durch. Genau. Ich renne weiter durch. Viel Spaß. 1 Million Monster verfolgen mich gerade. Okay, dann Dankeschön fürs Schauen dieses Videos. Bis zum nächsten. Tschüss.